Jo, servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Smaragd. Wir sind auf dem Weg zur Siegesstraße, Prachtpolis City und ja, mal gucken, was uns erwartet. Steht da eigentlich das Team richtig? Ja, geheilt sind sie alle gar. Molu. Oh, wer kommt denn da? Hallo Slate, du bist bestimmt überrascht, mich hier zu treffen. Ich habe es bis hierher geschafft und das verdanke ich dir. Slate, meine Niederlage gegen dich hat mich viel stärker gemacht. Ich werde nie wieder verlieren, ich werde gewinnen für die Pokémon, die mir Mut und Kraft gegeben haben. Okay, jetzt komme ich. Ah, mir spiele es auch nicht schon, mir kämpfe gegen Heiko. Der gute Heiko, oh, er hat 5 Pokémon jetzt. Zeig mal her, was hast du dann? Altaria, okay. Machen wir mal einen schönen Doppelkick nochmal. Oh, nicht sehr effektiv, okay. Mal gucken, was Hitzekoller dazu sagt. Oh, das knallt drin. Hitzekoller knallt drin. Pata erreicht Level 29. Sehr schön. Guardevoa. So, die Namen von der Pokémon generell immer komplizierter, habe ich das Gefühl. Noch bleiben wir bei Hitzekoller, oder? Na, immerhin die Hälfte. Oder knapp über die Hälfte. Sehr, okay. Sah eine Attacke voraus. Wie wirkt ein Doppelkick? Level 59, sehr schön. Ziel ist Level 60. Himmelhieb. Okay, was ist Himmelhieb? Komm, geh mal risky. Hol mal Himmelhieb noch rein. Gute alte Doppelkick weg. Enekoro, okay. Na komm, dann probieren wir einen Mokrad aus. Der Himmelhieb. Hohoho, der ist nice. Der ist nice. Magneton, okay. Bei Magneton setze ich nochmal Hitzekoller in. Und Roselia, okay. Ah, das ist diese Rose. Und nochmal Himmelhieb. Pada erreicht Level 30. Spieler besiegt. Wow, Slate, du wirst immer stärker. Tja, man kann's halt. Oh, Pata entwickelt sich weiter. Hat er neue Entwicklungsstufe.
Glückwunsch, dein Pater wurde zu Gua Devor. Als an ich so, Knotebrecher. Ich konnte dich heute nicht besiegen, aber eines Tages werde ich es mit dir aufnehmen. Okay. Willst du jetzt so stehen bleiben oder was? Ah, egal. Na, Moment. Gua Devor, Level 30, erreicht. We'll be right back.
Endlich haben wir es rausgeschafft aus dem blöden Ding. Zischmor geguckt, Zischmor versagt. Jetzt geht's zur Pokémon-Liga. Aber das wird erst im nächsten Part kommen. Weil, jo, wir haben jetzt den ganzen Part eigentlich damit verbrungen, die ganze Zeit in dieser blöden Höhle rumzulaufen, die wirklich noch viel komplizierter ist als alle Siegesstraße, wo ich vorher hatte. Also von daher, jo. Wenn euch das Video Spaß gemacht hat, würde ich mich über einen Kommentar freuen. Genauso würde ich mich auch darüber freuen, wenn ihr euch mal andere Videos angucke. Falls ihr das Video davor verpasst habt, in der Infobox ist es verlinkt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bin Super Slate, euer freundlicher Sun Ninja Let's Player von Avan. Tschüss!